Oh, mir geht's so scheiße. Nein, das soll nicht so sein. Es wird so nichts. Nee. Aber ich habe angefangen, immerhin. Wir müssen aber mal die Oberfläche erreichen. Naja, wir sind bis zum Bedrock runter, das wird schon dauern. Aber so weit war das, finde ich, gar nicht, bis zum Bedrock. King. Ich habe bei uns auf dem Server jetzt angefangen, so ein Zwergenhotel nachzubauen. Wow. Und dafür habe ich ein riesiges Gebiet komplett aushöhlen müssen. Also ich bin noch lange nicht fertig. Machst du das auch im Creative Mode? Ja. Ah, okay. Ach so, nee, warte, das, was so lange dauert. Das ist Survival, ne? Ja. Ja, dann mache ich es im Survival Mode. Ich habe eine Höhle gefunden. Ich will nicht drüber reden. Jetzt müssten wir sterben mit den ganzen Sachen im Inventar. Oh, das ist schlimm, ey. Oh. Ich hab die Höhle am fertig erforscht, auch schon eine Spinne. Schöne Musik, darum kann ich dir nicht sagen. Mach mal irgendwelche Geräusche. Okay, ich habe den Kopfhörer falsch rum auf. Damit ich die Spinne orten kann, hat sie nicht mal Lob gehabt. Ich so, hä, wo ist denn das? Dann merkst du, dass meine Kopfhörer falsch rum sind. Das ist natürlich gemein. Jetzt hörst du nicht mehr. Ach da, warte. Da. In dieser Richtung war es. Ich esse mal noch mal ganz kurz was. Erstmal in die Küche gehen. Ein Brot Scheiße. Schmieren. Das habe ich schon erstmal ins Brot erstmal weggeschmissen. Oh, jetzt muss ich wieder an einen Kumpel denken, der auch jetzt. Du hast mein Brot aufgehoben. Sorry, wir sind draußen. Ach, deswegen. Kannst du mir mein Brot wiedergeben? Oh, vor allem hast du übelst viel. Oh Gott, da kommt nichts aus. Da, da. Da. Ich hab gerade die Musik von Grundis GmbH. Zum Bienchen. Was, zum Bienchen? Na, zum Bienchen. Ach so, ein kleiner Zombie. Ja. Bist du auch da? Ich esse noch. da. Ach, du hast übelst erschrocken, als ich einen Schatten gesehen hab. Was ist das da hinten? Da hinten? Ach, das ist eine Spinne. Bei meinen Schildern tun die Augen von denen immer übelst. Alter Kyoto! Ich sehe nur Schafe. Komm mal her, du kleines Nervenbündel. Im nächsten Moment ist es nur noch Winseln. Ach, Susan, komm mal hier hoch. Ja, warte, ich muss gerade Kyoto töten. Was? Achso, das hier sieht ja übelst schön aus. Warte mal, steh mal hier eine Fackel in die Hand, damit ich was sehe. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ah, cool. Hier vorne ist gleich unser Zuhause, wenn du hier hochgehst. Zuhause, dippidi. Bei mir ist alles gerade ganz grau. Oh, das ist ein Zombie. Wow, oh, jetzt habe ich dich gehauen. Oh, Zombie-Ball war auch schon mal lustiger. Was? Oh, das ist auch ein Zombie. Sonst noch irgendwas. Oh, von uns, das sind drei Zombies. Ja. Und da oben auf meinem Haus ist auch noch einer. Geht's noch? Hier sind Vierer. Ich weiß gar nicht, ob wir normal oder easy haben. Weiß ich nicht. So. Na, das gibt's doch schon mal gut. Oh. Das war jetzt eine Monsterkloppe. Yep. Jetzt bin ich auch auf meine Kosten gekommen. Oh ja. Yeah. Frage mich, wo die ganzen nur Zombies, keine Creeper oder so? Darauf kann ich im Moment auch verzichten. Ja. In der Wohnung. Ja. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen eng mit dem Platz. Hier draußen sind noch Kisten, falls es dich interessiert. Ah, ich habe gerade noch eine reingestellt. Ich musste mal sortieren. Das habe ich, glaube ich, auch in meinem damaligen Minecraft-Projekt immer gesagt. Ja, ich musste mal meine Sachen sortieren, habe es nie getan. Gut. Aber inzwischen vermisse ich meine Welt schon so ein bisschen. Die war schon die alte Welt? Ja. Hm. Die war was ganz Besonderes für mich. Jetzt ist die einfach zerplatzt. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist auch auf meinem Laptop. Na gut, dann ist sie ja nicht für immer verloren. Ja, ich könnte sie zurückholen. Warte, dann müsste ich meinen Laptop. Ich weiß gar nicht, wo mein Laptop ist. Ich glaube, auf dem Schrank.
guten alten Zeiten, wo ich immer noch am Laptop aufgenommen habe. Ah. Mit einem schönen großen Bildschirm macht irgendwie aufnehmen viel mehr Spaß, auch das Schneiden. Ja, es ist vor allem auch ein bisschen leichter einzusehen alles. Ja. Oh Gott, ich glaube, mein Körper will mich gerade töten. Das soll mal aufhören damit. Oh, die Nacht war so furchtbar. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte extrem krank war. Aber meine Ärztin hat gesagt, ich habe keine Bettruhe, ich kann auch rausgehen. Na cool. Was ich irgendwie nicht so ganz glauben kann, weil es mir so scheiße geht. Ich versuche den ganzen Tag zu schlafen, aber kann nicht. Tja. Vielleicht hat sie sich auch geirrt. Ja. Wie gesagt, der eine Arzt meinte heute zu mir, dass ich klug bin. Ich sehe es auf irgendwas hinaus. Dass Ärzte nicht immer die Wahrheit sagen. Oh, jetzt habe ich meine Axt so debaut. War das mit dem klug? Bist du meiner... Ja, du bist in meiner Wohnung. Ja. Oh, du ordnest ja! Ja! Wie damals, als ich auf Arbeit war und du meine Wohnung aufgeräumt hast. Ja, genau so. Wenn du was brauchst, ich hab noch ganz viele verschiedene Sachen im Inventar. Du kommst echt wieder vorbei. Zum Aufräumen? Ja, zum Aufräumen. Weiß ich nicht, vielleicht solltest du aufräumen, bevor Fati kommt. Da. Naja, das Wochenende kommt eh Lob vorbei, dann muss ich eh aufräumen. Ja. Momentan sieht sie echt Bombe aus. Damit meinst du bestimmt wie nach einer Bombe. Ja. Ich wollte es nicht umschreiben, aber ich bin mir. Ich bin vermutlich noch. Eigentlich bin ich schon was morgen krank geschrieben, aber so scheiße wie es mir geht, werde ich vermutlich die ganze Woche krank sein. Und da habe ich dann noch genug Zeit zum Aufräumen. Und dann so plötzlich na dann. Freitagabend. Ja, na wie immer. Ich hatte noch genug Zeit. Und dann die Uhr so flupp. Ja. Oh, meine Maus macht gerade wieder scheiße. Ich soll aufhören damit. Ja. Wenn ich hier Tube Money hätte, würde ich mir eine neue Maus kaufen. Habt ihr das gehört? Sorgt dafür. Ja, die wir euch bei den Videos angucken, bis ich in ein Netzwerk komme. Und letztens habe ich mir auch so übelst die Minecraft-Kiddies angeguckt, die so 10 waren oder so. Ja. Und eine so, ja, hier, ich habe mir wieder mal eine Tastatur gekauft und so, ja, hier, YouTube Money macht's möglich. Und gucke dann übelst wieder Aufrufe, weil man Minecraft macht und ist so, das ist so Minecraft-Survival-Zeug und ich so, Tja, wieder was gelernt. Ja, die kleinen Kiddies wissen, wie es geht. Und wir so, yeah, mein Video hat 10 Aufrufe, yeah. Na, so ist es ja auch nicht. Dann meistens weniger. Ja, dein Tod-Tresher-Tracker-Ding ist ja übelst schlecht gelaufen, habe ich gesehen. Ja, aber es hat mir Spaß gemacht zum Spielen. Das ist mir eigentlich ganz schön egal. Ja, ich will auch Room Factory wieder Let's Playen, wenn ich die Nintendo Capture Card habe. Und ich weiß jetzt schon, dass das vielleicht so 20 Views pro Video werden, wenn es hochkommt. Aber mir ist das scheißegal. Ich habe da übelst Bock drauf, das zu machen und mach's deswegen auch. Das ist sowas wie Harvest Moon. Es ist halt schwierig. Das ja. Zieht sich auch ohne. Ja, das kannst du. Ich glaube, es gibt, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, gab es nur ein einziges Let's Play auf YouTube dazu und das war irgendwie bei Folge 300. Oh. Oder 200 oder so und so. Aber das ist ein Stück. Ich freue mich schon auf das neue Harvest Moon. Es kommt am 16. raus. Da ist auch Ima übelst geil drauf. Ich weiß, hat sie mir schon erzählt, dass du das auch voll im Visier hast. Und das ist halt ja halt eine Mischung aus Minecraft und Harvest Moon. Übelst geil. Ach so? Ja, das heißt so. Du kannst eigentlich so Terraformen, Blöcke um dich herum so aufbauen und so und kannst entscheiden, wo was hinkommt und so und kannst es dir quasi alles so zurechtbauen. Das ist eigentlich quasi wie Minecraft ohne Monster, aber mit Farming-Simulation drin. Das ist ja ziemlich geil. Ja, ist auch ziemlich umstritten. Also die Leute hassen es und sie lieben es. Klingt doch bis jetzt ganz gut. Das Spiel ist noch nicht draußen. Die sollen sich mal noch nicht beschweren. Ja, in USA und so ist es schon draußen. Ach so, Und Japan ist schon übelst langer Zeit rausgekommen. Es sollte auch im ersten Quartal dieses Jahres rauskommen. Hat ja gut geklappt. Ja, dann hat man übelst lange nicht mal davon gehört. Und dann so, ja, jetzt kommt's mal raus. Uns fiel da noch ein, dass wir da ein Spiel haben. So klingt das. Ja, so nach dem Motto war's. Und ich so, ich hab ja die singen kleinen Männlein von Raymond Origin. Die sind toll, das sind die Looms. Ja, die singen wieder. We are, do do.
voll süß. Ich mag die, die sind klasse. Ja. Alter, wie du alles sortierst, du bist der krasse Typ. Ja, so bin ich. Oh, Felix, du bist der Beste. Danke. Nee, ich sortiere einfach nur gern. Ja, das ist eine gute Eigenschaft von dir, die dich als Freund sehr auszeichnet. Gut. Glaube ich. Ich träume auf und sortiere nur, wenn ich Besuch bekomme. Und selbst dann auch nur, wenn es mir nicht total scheiße geht. Und auch nur, wenn es unbedingt sein muss, oder? Naja, also ich mache schon dann ordentlich sauber, wenn Lob kommt. Vor allem auch, wenn dein Vater danach kommt, das Wochenende. Ich dachte schon, nur wenn Lob kommt. Bei dir ist es so, wie es ist. Wie, bei mir ist es so, wie na, es ist? Na, das klang gerade so, wie wenn du in deiner Person sprichst. Na, wenn niemand kommt, dann räume ich auch nicht so oft auf. Ich weiß nicht. Das passt auch. Eigentlich, ich brauch's auch nicht unbedingt aufgeräumt. Mir ist das eigentlich gleich. Na, aber du dann gerne auf. Außer in-game. Ich mach das dann wieder so, ich räum einfach nicht auf, lade ich ein, wenn ich von der Arbeit komme, ist meine ganze Wohnung gemacht, wie das letzte Mal. Das war voll toll. Gerne. Und ich komm so rein, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh toll, ich habe jetzt alles, was ich gerade gefällt habe, zu Balken gemacht und merke, dass ich auch so normales Holz brauche. Mm. Mm. Oh. Und es ist die ganze Zeit wieder Rayman-Musik. Und du musst Rayman hochladen. Ja, du hast recht. Das ist korrekt. Es dauert doch nicht so lang. Einfach draufklicken und warten. Es lädt. Ich hasse es, wenn es lädt. So, müsste jetzt alles sortiert sein. Oh ja, danke, Elik. Jetzt kannst du die Sachen benutzen und was bauen. Jetzt kannst du ja gehen. Mm. Jetzt kannst du wieder gehen. Tschüss. Schönen Tag noch. Kicked from server. Blacklist. Ja, kann ich bestimmt slash bannen. Geht bestimmt. Wehe wenn. Ich glaube aber, dass auch du mich bannen kannst. Toll! Ich habe dir nämlich volle Admin-Rechte gegeben. Du bist bei mir Admin Level 4 und das ist das Höchste, was es gibt. Das ist natürlich unglaublich clever. Ja, das heißt, du kannst mich von meinem eigenen Server bannen. Glaube ich jedenfalls, ja, dass es gehen sollte. Was ziemlich scheiße wäre, aber von der Logik her. Bitte probier's nicht aus. Nee. Hatte ich auch nicht vor. Wir sind eigentlich schon über uns beide gleichzeitig spannend. Da kommt keiner mehr auf den Server. Um uns zu entbannen. Da muss dann noch reinkommen und uns entbannen. Läuft. Und wir haben aber einen Kommandoblock genau an der Stelle gemacht, wo er steht, mit dem Kommando, dass er sich selber bannt. Ja, genau. Und all die keiner mehr auf den Server. All die gespawnt werden, waren auch instant gebannt. Oh, steht er schon hinten in der Ferne. Hä, wo bist du hin? Ich bin in dein Haus, Höhle. Ach so, da. Du weißt schon. Da ist er, seh dich. Hallo. Siehst du auch mich? Nee. Ich seh dich. Du bist schon in der richtigen Richtung? Ja, richtig. Jetzt seh ich dich nicht mehr. Ich hab Bäume in der Hand, wo kommen die her? Ich hab Bäume in der Hand. Was? Denn? Ich bin hier oben im Haus, was ich gerade baue. Ach da! Hallo! Ich weiß nicht, wo du... Ach da! Und, baust du jetzt was? Pflanzt, ja. Weißt du schon, was du baust? Ein Haus. Eine Hobbithöhle? Nee, ein Haus. Machst du die auch schön? Dreimal, dreimal drei. Fertig. Brauch noch einen Platz. Mach mal überall mal Licht, dass ich hier schon irgendwas getroffen werde. Ich will gar nicht, sollten wir ins Bett gehen, aber ich hab nur ein Bett. Ah. Aber wir sollten trotzdem ins Bett gehen, glaube ich, oder? Es ist bei mir noch total hell. Wirklich? Bei mir geht schon die Sonne unter. Ach so, da hinten ist die Sonne. Stimmt, es ist total dunkel. Oh. Ich habe meine Helligkeit etwas hochgedreht, ja, zu meiner Verteidigung. Hast du beim Sortieren irgendwo Wolle gesehen? Nee. Darf ich irgendwo mein Haus überhaupt bauen? Also ich meine, gibt es einen Platz, wo ich nicht bauen darf, wollte ich damit sagen. Sag einfach, wo du es hinbauen willst und sag dann ja oder nein, weil du bist da Overlord. Da, wo hier dieses Loch ist. Ja, das... Ja, also... Ich weiß nicht. Warte mal, nein. Ich glaube, das ist übrigens, dass ein Creeper mal hochgegangen. Ah! Ich blick gerade. Könntest du denn mal bauen? Hier könntest du bauen, aber jetzt scheiße wegen Stein und so. Das ist jetzt nicht so verkehrt, ich kann das ja auch umbasteln. Ja, oder hier.
Aber nicht da unten, da ist vielleicht noch sowas wie ein Marktplatz oder hier so dran oder so hier an der Seite so irgendwie. Ich weiß noch nicht, was ich in der Mitte dann so reinbauen will. Ne? Dann mache ich hier so ein Haus hin. Ja. Oh, jetzt glaube ich Nacht. Ja, jetzt solltest du ins Bett. Ich habe natürlich jetzt keine Ist vollkommen Rolle. Egal, leg dich erstmal ins Bett. Was mit dir? Leg dich erstmal ins Bett. Komm ich irgendwie... Du? Nein, warte, leg dich ins Bett. Ja, ich leg mich ja ins Bett. Ja, ist gut, ist gut. Ich liege im Bett. Okay. Ist Tag? Noch nicht jetzt. Okay. Wir hätten auch einfach dann Server-Time einstellen können, aber egal. Macht nichts. So geht's auch. Das ist der Zauber der Server. Ja. In einer Stunde sollte ich übrigens rüber zu Kirschi gehen. Dann gucken wir den neuen Captain America, den zweiten. Ich habe letztens den ersten geguckt, ich fand ihn überraschend gut. Also, ich mag so Superhero-Zeug gar nicht. Ich mag Captain America vor allem von allen Superhelden am wenigsten, aber der Film war okay. Vielleicht, weil ich schon gar keine Erwartungen dran hatte, aber... Das kann sein.